Good news, good news. It's all good news for you. It's all good news for you. Qualität versus Quantität. Die Nachrichtenüberflutung in unserer digitalisierten Welt. Das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Und damit herzlich willkommen zu Good Morning Cologne. Öfter, schneller und gleichzeitig auch oberflächlicher? In Zeiten von Smartphones und Live-Tickern bekommt man schnell das Gefühl, von Nachrichten überflutet zu werden. In unserer heutigen Sendung möchten wir vier Fragen auf den Grund gehen. Ist ein Leben ohne Nachrichten, also News Detox, überhaupt noch möglich? Wie wird eigentlich aus einem Ereignis eine Nachricht? Machen uns zu viele Nachrichten vielleicht krank? Außerdem möchten wir wissen, wie die Nachrichten der Zukunft aussehen. Gemeinsam mit den Schülern des Lessing-Gymnasiums haben wir die Antworten für euch. Täglich werden wir mit News konfrontiert, ob wir das wollen oder nicht. Henrike war so mutig und hat den Selbsttest gestartet und versucht, alle ihre Nachrichten aus dem Alltag zu verbannen. Ob ihr das gelungen ist, seht ihr jetzt. Breaking News, Eilmeldungen, Top-Themen des Tages. Nachrichten begleiten unseren Alltag ununterbrochen. Verschiedenste Medien informieren 24 Stunden, was in Köln und der Welt passiert. Dadurch entsteht oftmals ein Gefühl der Nachrichtenüberflutung. Wie oft am Tag erhalte ich Nachrichten? Kann ich der Nachrichtenwelle überhaupt entkommen? Diesen Fragen möchte Henrike bei ihrem Selbstversuch auf den Grund gehen. Ihr Test startet, indem sie die klassischen, etablierten Medien aus ihrem Alltag verbannt. Fernsehgerät, Radio und die Zeitung wird sie in der nächsten Zeit nicht mehr benutzen. Einer Statista-Umfrage zufolge gehören diese Medien zu den meistgenutzten, wenn es um die Nachrichtenbeschaffung geht. Henrike allerdings fällt die Ausnahme dieser in ihrem Alltag nicht besonders schwer. Im Gegensatz dazu stellt ihr Smartphone eine größere Hürde dar. Zunächst deaktiviert sie all ihre News-Apps, die ihr täglich sowohl Push-Up-Nachrichten als auch detaillierte Informationen zum Weltgeschehen liefern. Aber vor allem die sozialen Netzwerke, die sie nicht vorrangig zur Beschaffung von Nachrichten nutzt, sind ein Problem. Dort werden ihr jegliche Beiträge angezeigt, die ihre Freunde liken, teilen oder kommentieren. Henrike bemerkt an dieser Stelle aber: Ich erhalte Nachrichten, obwohl ich das gar nicht möchte. Ich kann also nur auf News verzichten, wenn ich all meine Social Media Accounts deaktiviere. Aber auch die Benutzung ihres Laptops gestaltet sich schwierig. Denn sobald sie ihren Browser öffnet, werden ihr verschiedenste Top-Themen angezeigt. Ähnlich ist es bei meinem E-Mail-Account. Beim Öffnen der Seite erscheinen diverse Breaking News. Auch an dieser Stelle wird mir klar, dass es fast unmöglich ist, nichts vom Tagesgeschehen mitzubekommen. Wie oft Henrike in ihrem Alltag unbewusst mit News konfrontiert wird, wird ihr bei einem Ausflug in die Kölner Innenstadt bewusst. Schon beim Betreten der U-Bahn-Station leuchten ihr die riesigen Bildschirme entgegen. Auf ihnen die Nachrichten des Tages. Und auch in jedem Kiosk, an dem sie vorbeiläuft, warten die News auf Rezipienten. Aufsteller und Live-Ticker-Displays veröffentlichen die Tagesmeldungen ununterbrochen. Am Ende ihres Experimentes stellt Henrike fest, dass es heutzutage unmöglich ist, sich von allen Nachrichten abzuschotten und gleichzeitig am normalen Leben teilzunehmen. Allerdings kann man seinen News-Konsum einschränken, wenn man dann das Gefühl hat, überhäuft zu werden. Wie euch der Beitrag gezeigt hat, gibt es die Nachrichtenüberflutung wirklich. Doch wie ihr damit am besten umgeht, das bleibt euch natürlich selbst überlassen. Allerdings ist es ja so, dass mit dieser ganzen Nachrichtenüberflutung auch schnell das Gefühl von Verunsicherung kommt, weil man einfach gar nicht weiß, welchen Quellen kann man trauen, welche sind seriös und welche nicht. Dabei könnt ihr euch ganz gut an den sogenannten Qualitätsmedien orientieren. Die zeichnen sich durch eine sehr gute Recherche aus und berichten meistens auch sehr ausführlich. Dazu zählen die Öffentlich-Rechtlichen, aber auch Zeitungen wie die Frankfurter Allgemeine oder Rheinische Post. Und unsere Schülerreporter haben sich damit einmal ein bisschen genauer beschäftigt. Den Anfang machen Justus und Lilian und die stellen euch jetzt vor, worum es in ihren Beiträgen geht. Im folgenden Bericht werden wir über Medien und wo sie zu finden sind sprechen. Weitere Informationen jetzt von Joyce Hähnel. Auch im Social Media gibt es Medien in Form von Werbungen, Benachrichtigungen und Beiträgen. Manche von ihnen sind klar erkennbar, andere sind versteckter. Aber auch das bringt seine Gefahren. So werden uns zum Beispiel falsche Werte vermittelt oder welche, die uns nicht interessieren. Aber auch Sachen vorgeschlagen, für die wir gar keine Relevanz sehen.
Wir können sie nicht wirklich anpassen, aber ich kann gezielt nach Medien suchen, die mich interessieren. Und dadurch synchronisieren sich auch andere Medien in meinem Umfeld. Man kann Informationen eigentlich überall finden, ob privat, im Social Media oder in der Schule. Allerdings nicht alle von ihnen wahr. In der Schule gibt es wichtige Medien, so wie hier zum Beispiel in Form von Werbeplakaten für Schulfeste. Aber auch unauffälligere Medien gibt es hier in Form von Infokästen, in denen spezifische Infos zu bestimmten Aktivitäten stehen. Die meisten Infos kommen von Internetseiten wie Wikipedia. An sich sind diese Seiten sehr gut, allerdings kann jeder diese bearbeiten und dies lässt die Genauigkeit dieser Seiten anzweifeln. Alles in allem sind diese Medien sehr nützlich. Man sollte aber immer beobachten, woher diese Medien kommen und sollte immer kritisch mit Medien umgehen. Aber wie hoch ist eigentlich die Qualität von Nachrichten? Und welche Medienkanäle dienen vorzugsweise zur Übermittlung dieser Nachrichten? Um das herauszufinden, haben wir in Köln-Porz eine Umfrage gestartet und ein paar Passanten befragt. Wir sind hier gerade in Porz am Rhein und vor ein paar Wochen waren wir in der Makromedia-Hochschule und wurden in das Thema Nachrichtenüberfluss eingeführt. Deswegen starten wir jetzt eine Umfrage und befragen ein paar Passanten. Sehen Sie im regelmäßig gefangenen Nachrichten? Ja, doch, wirklich tue ich, ja. Und wie erhalten Sie Ihre Nachrichten? Tatsächlich viel über die mobilen Nachrichten. So. Meistens durch soziale Medien. Unsere Meinung dazu ist, dass bald die digitale Übermittlung von Nachrichten bevorzugt wird und deshalb Printmedien zweitrangig werden. Und welches Ziel sollten Nachrichten Ihrer Meinung nach haben? Mich zeitnah über das Weltgeschehen zu informieren. Über das Tagesgeschehen informieren. Die Leute zu informieren. Sie sollten informativ sein und das Wesentliche enthalten, damit man einfach weiß, was so in der Welt passiert. Und welche Nachrichten halten Sie für relevant oder eher weniger relevant? Also da ich Sport gerne habe, natürlich die Nachrichten über Sport. Also das, was einen persönlich interessiert, findet man relevant. Ich glaube nicht, dass man das pauschal beantworten kann. Wichtig wären die, die unser Land betreffen? Also wichtig, finde ich, sind die, die uns betreffen und unsere Kinder und die Generationen danach. Das sind für mich relevante Nachrichten. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass alle Befragten durch das Fernsehen ihre Nachrichten erhalten. Außerdem erhalten viele von diesen Befragten auch ihre Nachrichten durch soziale Medien oder generell durch das Smartphone. Die meisten Befragten möchten über die wirtschaftlichen und politischen Themen informiert werden. Viele hielten das Geschehen in der Prominenz eher unwichtig. Mit der Auswahl der Quellen könnt ihr die Art eures Nachrichtenkonsums selber gestalten und die für euch relevanten Themen selber festlegen. Die Art und Weise des Konsums hängt aber auch ganz stark vom Alter der Konsumenten ab. Während unsere Generation sich gerne über Online-Plattformen oder Social Media informiert, greift die Generation unserer Eltern doch lieber noch auf die klassischen Medien wie Fernsehen oder Zeitung zurück. Jedes Medium hat sicherlich seine Vor- und Nachteile. Für eine ausführliche Reportage hat man in der Regel mehr Zeit als für eine kurze Einmeldung. Denn die hat man ja schon einige Sekunden, nachdem etwas passiert ist, auf seinem Smartphone. Aber wie arbeitet eigentlich eine Nachrichtenagentur? Nadine hat es für euch rausgefunden. Im Herzen der Domstadt hat seit 8 Jahren der Sportinformationsdienst, kurz SID, seinen Sitz. Als der führende Nachrichtendienstleister im Sport versorgt er 90% aller Sportredaktionen in Deutschland mit seinen Inhalten. Redaktionsleiter Jörg Mebus bringt mir die Arbeitsweise einer Nachrichtenagentur näher und erklärt mir zuerst, was den SID eigentlich zu einer Agentur macht. Was macht ihn zur Nachrichtenagentur? Zur Nachrichtenagentur, das Wesen einer Nachrichtenagentur ist, dass mehrere Kunden einen und denselben Content abnehmen, den journalistischen Inhalt. Wir produzieren also journalistische Inhalte, wie gesagt, mit Text, Bewegtbild etc. und bieten den einen großen Kreis von Kunden an. Und das ist das Wesen einer Nachrichtenagentur. Etwas wird produziert und an mehrere Kunden verteilt. Damit wir direkt informiert werden, geben die über 150 Mitarbeiter in der Redaktion und vor Ort alles. Jörg Mebus erklärt mir das am Beispiel des Eishockey-Finalspiels bei Olympia in Pyeongchang. Also unser Anspruch ist und natürlich auch der Anspruch des Reporters, der in der Arena sitzt, in der Halle sitzt, dass wir tatsächlich mit Schlusspfiff, mit Schlusssirene in diesem Fall, anfangen zu produzieren. Das heißt, wir brauchen keine Minute, wir brauchen noch nicht mal eine Sekunde, sondern mit der Schlusssirene geht als erstes die Blitzmeldung
auf den Ticker, nämlich Deutschland gewinnt die Silbermedaille. Dann geht ein Ergebnisdienst über den Ticker. In diesem Fall war es, glaube ich, 3-4, kann es sein, 3-4. Ja. So, dann haben wir den Ergebnisdienst, dann folgt eine Eilmeldung, ne? Also ungefähr 5-10 Zeilen lang formuliert, was ist passiert. Dann kommt ein aktueller Bericht, dann kommt irgendwann mal ein längerer Bericht mit Stimmen, dann kommt irgendwann eine Neufassung, wo ein bisschen Atmosphäre mitverarbeitet wird. Dann kommt bestimmt irgendwann nochmal ein Interview, ein aktuelles mit dem Spieler oder mit Bundestrainer Marc Sturm und so weiter und so fort. Reaktionen natürlich, ganz wichtig, wie wird das in der Sportwelt aufgenommen, das ist das Eishockey-Finale, größter Erfolg für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft etc. Wie fasst das Eishockey-Umfeld daraus, was sagt vielleicht die große Sportpolitik? Ja, und so entwickelt sich das und da kommt ein ganzer Batzen zusammen. Jetzt wisst ihr also, was alles zwischen einem Ereignis und der Meldung auf eurem Handy passiert. Durch die Menge der Einmeldungen am Tag kann das Gefühl der Medienüberforderung entstehen und wir verlieren den Überblick. Deswegen gibt es jetzt seit einiger Zeit den Trend zum Digital Detox. Dabei versucht man ganz gezielt auf alle digitalen Geräte zu verzichten. Das soll einen glücklicher und auch gesünder machen. Wir fragen uns aber, ist Verzicht wirklich die Lösung? Wir möchten über die Auswirkungen von so hohem Medienkonsum aufklären und haben dazu einen Fachmann eingeladen. Er ist Medienpsychologe und berät unter anderem Filmproduktionsfirmen. Außerdem ist er Professor an der Uni Köln und heute bei uns. Herzlich willkommen, Professor Dr. Blothner. Guten Tag. Unsere Sendung dreht sich rund um die Nachrichtenüberflutung. Die Frage von uns an Sie, nehmen Sie die überhaupt selbst wahr? Gibt es die überhaupt? Also ich nehme sie wahr, wenn ich drüber nachdenke. Aber wenn ich so durch den Tag gehe, dann ist es ja so, da mache ich so ständig wie alle, dass ich mir das aussuche oder dass ich das auf mich wirken lasse, was gerade zu meinem augenblicklichen Unternehmen passt. Und das alles andere blende ich aus. Ihrer Meinung nach, welche Personengruppen sind denn besonders von dieser Medienüberflutung betroffen und warum? Ja, wir sind ja alle davon unterbrochen, alle davon betroffen, aber es ist so, dass wir auch alle ganz viele Mechanismen zur Verfügung haben, diese Vielfalt zu ordnen und die Vielfalt auszublenden. Also wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass wir ein passives Rezeptionsorgan sind, auf das so alles eintrommelt, sondern ja, wir können sehr gut auslesen, wir können Prioritäten setzen, was wir in welcher Situation ausblenden, was wir in anderen Situationen dann wieder uns aussetzen. Also da sind wir sehr aktiv. Man muss von der Vorstellung eines sehr aktiven Rezipienten ausgehen. Und wenn man sich das deutlich macht, dann ist es mit der Flut zwar, die ist zwar da, nicht? Also würde ich schon sagen, die ist da, aber wir können diese Flut gar nicht, wir können das gar nicht alles aufgreifen und deswegen machen wir mal was draus. Jetzt behaupte ich aber, dass gerade junge Erwachsene oder Jugendliche vielleicht noch gar nicht dieses Gefühl dafür haben, was ist wirklich wichtig und was nicht. Und wir gesehen haben, ist es ja auch so, dass wir häufig News oder Nachrichten konsumieren, ohne es wirklich zu bemerken. Also egal, ob wir durch die Stadt laufen, überall werden wir von allen Seiten mit Informationen zugeschmissen. Mich würde dann interessieren, ab welchem Punkt wird es denn vielleicht sogar gefährlich? Ab wann kann dieser übermäßige Einfluss auch vielleicht sogar krank machen? Also das ist jetzt ein anderer Punkt, den Sie ansprechen. Wir leben natürlich in einer Zeit, wo wir immer mehr merken, dass was als Nachrichten uns angeboten wird, gar keine Nachrichten sind, sondern Behauptungen oder Meinungen oder Stimmungen oder aufgeputschte Dramen. Und das ist natürlich etwas, damit müssen wir lernen zu leben. Also ich glaube, jeder muss dann für sich eine Auswahl treffen oder ein Maß finden, was er glaubt, was er als Unterhaltungsangebot aufnimmt und was er aus dem ganzen Salat macht. Also da sind wir gefragt und ich glaube, diese
Aufgabe kann uns schon überfordern. Ich würde nicht sagen, dass sie uns krank macht, aber überfordern kann sie uns schon und auch verwirren. Wenn ich diese Verwirrung spüre oder eine gewisse Überforderung, glauben Sie, dass eine Radikaldiät wie Digital Detox, also wirklich eine Woche alle Medien auszublenden, hilft? Natürlich, für eine Woche, das finde ich einen reizvollen Gedanken. Aber ich halte nichts von Diäten. Das ist gut, im körperlichen Bereich kann man das manchmal machen, aber also im Ernährungsbereich. Aber wir leben ja nun mal in der Welt. Das ist so ein künstliches sich herausziehen, was ja keine Lösung ist. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir vielleicht auch Hilfestellungen nehmen, wie wir die Medien, wie wir damit umgehen können, dass wir uns eine eigene Haltung dazu aneignen, wie wir damit umgehen wollen. Und also ein totaler Verzicht ist keine Lösung. Das ist zwar, gibt es ein bisschen Ruhe vielleicht, aber wahrscheinlich auch ganz viel Fragen und Neid. Und auch Unsicherheit, nicht? Denn wir brauchen ja ein paar Orientierungen, was passiert in der Welt. Sie sprachen gerade die Hilfestellung an, dass man das auch wirklich erstmal erlernen muss. Sehen Sie denn da auch irgendwo die Schule in der Verantwortung, dass zum Beispiel das Fach Medienkompetenz eingeführt werden sollte? Also ich meine, wir hatten auch schon diese Smartboards, wo auch jegliche Inhalte draufgeworfen werden konnten. Finden Sie es wichtig, dass man den Kindern wirklich von vornherein diese Kompetenz beibringt und näher bringt? Das auf jeden Fall. Also das, was wirklich wichtig ist im Leben, bringt uns ja niemand bei. Und das ist zum Beispiel wichtig, dass wir in dieser digitalisierten und medialisierten Welt uns zurechtfinden. Wir können also festhalten, es kommt wie bei ganz vielen Sachen auf die Menge an und auf die Art und Weise, wie wir es konsumieren. Und wichtig ist es, dass man die Fähigkeit besitzt oder es sich zumindest anlernt, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Herr Professor Dr. Blotner, vielen Dank. Gerne. Stichwort nützliches Wissen. Damit geben wir ab an unsere Schülerreporter Anis und Johanna. Wir haben uns in unserer Schule nach nützlichem Wissen umgeschaut. Und dazu haben wir unsere Mitschüler gefragt. Willkommen zu unserem Beitrag bei Good Morning Cologne. Heute sind wir im Lessing-Gymnasium Köln-Potz an der Heerstraße 7. Wir werden euch zeigen, was man an unserer Schule an nützliches Wissen finden kann, an der Glaswand, Bibliothek etc. Dann kommen wir schon zu unserem ersten Beitrag, die Glaswand. Hier findet man alles nützliche Wissen, was man außerhalb der Schulzeit machen kann. Wie das ein Videoprogramm oder auch andere Dinge, etc. Wir kommen schon zu unserem zweiten Beitrag an der Schulbibliothek. Hier finden wir sehr viel über nützliches Wissen, zum Beispiel Zeitschriften, Magazine oder auch andere Dinge. Jetzt folgen ein paar Umfragen an unserer Schule zum Thema nützliches Wissen. Wo findest du nützliches Wissen? Also ich denke, man kann nützliches Wissen im Computerraum finden, weil da kann man Sachen googeln, die einen interessieren. Findest du nützliches Wissen? Ich finde nützliches Wissen in der Bibliothek. Wo findest du nützliches Wissen? Also ich finde nützliches Wissen im Internet. Und hier? Zum Beispiel auf Plakaten in der Schule, wo man Sachen über den Austausch oder so erfährt. Ich hoffe, unser Beitrag hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Unsere Reporterin war im Lessing-Gymnasium in Köln unterwegs und hat dort zwei Personen zum Thema Datenschutz befragt. Außerdem haben wir aus den Antworten ein Fazit geschlossen. Und jetzt interviewen wir die Bibliothekarin. Finden Sie Datenschutz wichtig? Ja, Datenschutz sollte wichtig sein. Was verstehen Sie unter Datenschutz? Ja, dass man auch keine Daten rausgibt von anderen.
Was darf das Internet denn über Sie wissen? Das Internet darf nur meinen Namen, meinen Vor- und Zunamen. Mehr darf das Internet von mir nicht wissen. Welche Internetplattform nutzen Sie am meisten? Meint ihr jetzt Social Media oder? Genau. Also ich bin auf YouTube immer wieder, Instagram, Facebook, Snapchat mache ich nicht. Okay. Sollte Instagram, YouTube oder Facebook angeschränkter werden? Also wenn zum Beispiel Fake News online kommen, dass sie dann eingeschränkt, blockiert oder sogar gelöscht werden? Ja, das finde ich schon. Aus den Interviews lässt sich schließen, dass das Internet sicherer werden sollte und die Apps eingeschränkter. Das war's von unserem Video. Auch in der Zukunft wird es wichtig sein, zwischen nützlichem und nutzlosem Wissen zu unterscheiden. Denn es ist zu erwarten, dass die Masse an Informationen zukünftig zunehmen wird. Stichwort Zukunft. Wir wollten von euch wissen, wie stellt ihr euch eigentlich die Nachrichten der Zukunft vor und wie glaubt ihr, dass ihr in, sagen wir mal, 10 Jahren Nachrichten konsumiert werdet? Also wie glaubst du, werden Nachrichten so in 10 Jahren sein? Ich glaube, in 10 Jahren könnten die Nachrichten nur noch über das Internet verbreitet werden, so dass Plattformen wie zum Beispiel YouTube oder so. Aber ich denke, die Alten sterben die aus. Man hat ja heutzutage auch immer noch Schallplatten, obwohl die meisten bei Apple Music und dieser Musik hören. Sehr alles hauptsächlich nur digital, Print wird nichts mehr gedruckt. Das ist teilweise auch nur von Robotern veranschaulicht wird und präsentiert wird, wie es teilweise auch schon jetzt in China ist. Ich glaube, dass es in 10 Jahren so ist, dass man das hauptsächlich noch über, vielleicht auch eher über soziale Medien konsumieren wird und dass es einfach zugänglicher für alle Leute ist. Also ich denke, es wird keinen großen Unterschied geben. Ich denke, dass man die immer noch gucken wird und... Wahrscheinlich gibt es irgendwie so ein Hologramm, wo sich eine Person davor stellt und die Nachrichten vermittelt, also per Videonachricht. Und wie wirst du in 10 Jahren die Nachrichten konsumieren, wenn du sie konsumierst? Gute Frage. In 10 Jahren werde ich wahrscheinlich nur noch über Dienste wie zum Beispiel Twitter oder so. Wie ich schon sagte, wahrscheinlich mehr übers Internet oder generell wesentlich personalisierter, also mehr das, was ich wirklich sehen will an Nachrichten, was mich wirklich interessiert und weniger das, was halt allgemein Leute interessieren könnte. Um ehrlich zu sein, ich bin kein Freund dieser neuen Digitalisierung. Ich bin eher der gerne mal Zeitungen liest und die alte Schule. Falls Radio existiert, dann im Radio noch. Aber ansonsten online, übers Handy, schnell abrufbar auf jeden Fall. Natürlich fände ich es cool, wenn noch diese Oldschool-Stuff noch da wäre so. Aber ich glaube, so in der Ferne, so in der Zukunft wird das schon so auf Social Media basiert sein. So, aber in der Zukunft werden die Leute viel zu faul sein, um eine Zeitung zu lesen oder irgendein TV anzumachen und sich irgendwas anzuschauen. Man wird irgendwie erzwungen, das zu tun, weil die alten Tätigkeiten und die alten Gewohnheiten werden abgeschaffen und es werden nur die neuen zur Verfügung gestellt und dann passt man sich irgendwie den an und der Mensch ist ein Gewohnheitsmensch, wird an die Sache auch wieder dran gewöhnen. Top, Dankeschön. Quantität versus Qualität. Wie wir gesehen haben, ist es in der heutigen schnellen Zeit wichtig, die Balance zu finden. Das eine, also die Quantität, darf die Qualität nicht negativ beeinflussen. Und damit sind wir sogar schon am Ende unserer Sendung angekommen. Wir möchten uns natürlich ganz herzlich bei den Schülerinnen und Schülern des Lessing-Gymnasiums bedanken und auch beim gesamten Team hier im Studio. Wir hoffen, ihr habt jetzt einen etwas geschärfteren Blick für die Nachrichtenwelt. Und falls ihr doch mal das Gefühl habt, ihr werdet von Nachrichten überflutet, schaltet doch einfach mal ab. Oder wieder ein, wenn es heißt Good Morning Cologne. It's all good news for you. It's all good.